entspann dich. Wir quatschen einfach, ne? Wir quatschen einfach, nur quatschen wie ein paar Mädchen. Nein, bitte nicht. Das hast du angefangen. Nein. So, 3, 2, Feuer. Basket Talk mit Baskets Neuzugang Isaiah Fillmore. Willkommen in Bonn, auch nochmal an dieser Stelle. Danke, danke. Mein Junge, bevor wir richtig einsteigen und die knallharten Fragen auspacken, müssen wir natürlich so ein bisschen was Biografisches abfragen, damit die Leute dich auch kennenlernen. Ja. Deswegen die Mutter Deutsche, der Vater Ami. Ja. Und der Rest ist ein großes Mysterium. Gib uns ein bisschen einen Kurzabriss über dein Leben vor den Telekom Baskets Bonn. Naja, ich habe am Anfang, als ich jünger war, also als erstes war ich in El Paso, Texas geboren. Dann sind wir nach Frankfurt gezogen und da habe ich dann gewohnt, bis ich in der dritten Klasse war. Dann bin ich wieder nach Amerika gezogen und habe Englisch gelernt. Also meine erste Sprache ist eigentlich Deutsch. Danach war ich in Amerika mit der Armee sehr viel rumgereist und da hatte ich wirklich keine Zeit, wieder nach Deutschland zu kommen. Ich glaube, ich bin einmal noch zurückgekommen, als ich 13 war und seitdem war letztes Jahr mein erstes Jahr wieder in Deutschland zu sein. Und Kulturschock. Und dann noch nach Ulm. Und ja, das war schon anders. Dann kommen wir direkt auf das Jahr in Ulm zu sprechen. Dadurch, dass du am College, da kommen wir nachher noch drauf, ein Jahr ausgesetzt hast, das Redshirt-Jahr, warst du ja verhältnismäßig alt, als du nach Ulm gekommen bist. Ja. Wie schnell oder wie lange hast du gebraucht, um dich wieder reinzufinden? Du hast mal die Geschichte erzählt, naja, die ganzen Amis bei euch unten in Ulm haben gesagt, hey, komm hier, da ist er, das ist der Deutsche, der nimmt uns mal mit. Aber du hast selber keinen Plan gehabt. Wie lange hat es gedauert, um wirklich wieder, ich sag jetzt mal, sich an Deutschland und die deutsche Art des Lebens sich zu gewöhnen? Das hat schon ein bisschen gebraucht, vielleicht einen Monat oder so. So gleich war es nicht einfach nur, als ob ich nie weggegangen bin, weißt du, das hat schon ein bisschen gebraucht, aber die ganzen Amis, die so, ja, der ist Deutscher, alles gut, wir können mit ihm nur überall rumgehen, nee, so einfach ist es einfach nicht. Aber natürlich haben die es nicht verstanden. Also ich würde sagen, einen Monat. Nach einem Monat war alles okay. Ja. Das heißt, du hast sie dann direkt an Phil und Per eigentlich weitergeleitet oder wer hat die Jungs dann rumgeführt? Und wer hat dich rumgeführt? Naja, der Per hat mich einmal rumgeführt. Und dann habe ich es gemacht mit dem Deontay Burton und der Breon Rush. Da habe ich das mit dem und CJ Harris, das ist ein sehr guter Freund von mir. Ja. Und die habe ich dann rumgezeigt und so, weil der Will Clyburn, der war schon da vor mir, also hat er schon alles gewusst, der hat mir auch ein bisschen gezeigt, wo es lang geht. Ja. Perfekt. Dann müssen wir noch ganz kurz, und das machen wir wirklich ganz, ganz kurz, weil wir uns nicht mehr daran erinnern wollen, schon gar nicht jetzt, weil du in Bonn bist, diese Viertelfinalserie, Ulm gegen Bonn. Du lachst! Großartige Serie, wir waren uns alle einig, auch das Team Presse. Wir haben gesagt, so, ey, das ist eine sensationelle Serie gewesen. Es ging über 5 Spiele. In jedem Spiel hätte eigentlich jeweils das andere Team genauso gut gewinnen können, weil immer Kleinigkeiten irgendwie dazu geführt haben, dass halt das Spiel in die eine oder in die andere Richtung gekippt ist. Erinnerst du dich noch dran, was Coach Leibenhardt vor der Serie rausgepickt hat? Was könnt ihr bei den Baskets attackieren, beziehungsweise auf was müsst ihr ganz genau aufpassen? Wo liegen die Bonner Stärken? Wie habt ihr die gesehen? Nee, das kann ich mich wirklich nicht mehr so viel erinnern. Ich würde sagen, das hat viel zu tun mit den Systemen und wie viele Leute sich immer bewegen. Das war ein Ding. Das immer bewegen, da musst du immer sprechen und sehen, wer wen hat und wo alles passiert. Und das zweite, die Schwäche vom Team, würde ich sagen, hat er gesagt, wir müssen Offensive Rebounds holen. Über Bonn, weil manchmal blocken die, aber meistens nicht. Ja. Ich weiß, dass von Bonner Seite aus, oder gerade halt hier in der Bonner Medienlandschaft, hieß es vor der Serie, Will Clyburn könnte echt ein Riesenproblem werden. Weil er halt einfach, ne, als Dreier, der tendenziell, wenn ihr klein spielt, dann auch auf die 4 gehen kann.
Aber der halt gerade auch beim Rebound stark ist, sehr athletisch ist, der das Feld rauf und runter laufen kann wie ein Wahnsinniger. Das war so das angedachte Mismatch, wo man geglaubt hat, okay, das könnte echt problematisch werden. Gab es das auf der anderen Seite auch, dass ihr gesagt habt, so, da gibt es aber einen, da wissen wir vielleicht noch nicht ganz genau, wie wir den angehen oder was da passiert? Nee, das war es gar nicht, weil die haben immer als ein Team gespielt und du wusstest nie, von wem die Punkte kommen werden. Also war es nicht so, ja, den müssen wir stoppen und jeder andere kann schießen. Nee, das war wirklich, wir müssen die alle stoppen und, weißt du, sicher machen, dass sie keine offenen Schüsse bekommen. Und das war wirklich alles. Ja. Und dann hast du die beste Entscheidung der Offseason getroffen und hast gesagt, weißt du, also schön, dass auch in Ulm war und, ne, und hier zu gewinnen. Ich möchte nächstes Jahr mal öfter hier gewinnen, dann unterschreibe ich halt in Bonn. Warum der Wechsel nach Bonn und vor allem ganz wichtig natürlich, wie waren die ersten paar Wochen hier für dich während der Vorbereitung? Warum? Ja, weil ich habe gesehen, als wir gegen Bonn gegangen sind, habe ich einen Coach beobachtet, wie er mit seinen Spielern umgeht und wie hart die spielen und dass die gewinnen, ganz locker. Die gewinnen mit weniger Talent und deswegen habe ich mich hierfür entschieden. Auch als ich mit Coach gesprochen habe, das war nicht so wie, als ob ich jetzt so ein richtiges Interview habe und ich war voll locker drauf, er war voll locker drauf und ich war sehr froh, dass ich nach Bonn kommen konnte. Ist die Lockerheit geblieben jetzt während der Vorbereitung? Ich würde sagen, die ist, wenn man nicht auf dem Feld ist, ist sie geblieben, aber ja, man kann ihn schon verstehen, weißt du, wir lernen noch, wie wir miteinander spielen, ja. Und weißt du, ist jetzt vorbei damit, jetzt fängt die Saison an und jetzt müssen wir richtig losgehen. Ja, also von ihm, wenn er jetzt nicht locker ist, das kann jeder verstehen. Ja. Und so sagt es eben, so rund um die Serie Ulm gegen Bonn, da gab es nicht so den einen Spieler, auf den ihr euch konzentriert, sondern es ist halt das komplette Bonner Team. Von dem, was du letzte Saison von außen betrachtet hast und jetzt, da du selber im Team bist, lässt sich das in etwa vergleichen? Ist das ähnlich, dass du sagst, ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch dieses Jahr wieder extrem übers Team kommen und dass es nicht den einen oder zwei Spieler gibt, die komplett rausstechen? Ja, ich würde sagen, das ganze Team wieder. Das ist wieder gleich, weil wir haben sehr viele Leute reingebracht, die gut sind und da waren schon gute, die hier waren, die kennen das System. Weißt du, wie Gino und Dre, die zeigen uns schon, wo es lang geht. Oder mindestens unsere Guards. Der Dirk hilft mir. Dirk und Tadas, die helfen mir viel. Und ich frage Fragen und die wissen so ziemlich, was ich machen muss, weil es das gleiche System ist. Und dann muss ich nur machen, was sie mir sagen und locker. Ja, ich würde sagen, das ist ein Team-Ding wieder. Ja. Wie sehr ist das für dich eine Umstellung? Vor allem auch jetzt wieder, und das hat Coach ja oftmals angesprochen, wir wollen definitiv, dass wir bei Isaiah so ein bisschen seine Qualitäten auch wieder rauskitzeln. Nicht nur am Brett zu arbeiten, sondern schick ihn halt wieder raus. Als wirklich als, ich sag jetzt mal, klassischen Stretch-Vierer, dass er halt auch mal draußen an der Dreilinie steht und wirft. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir ein, zwei Testspiele hatten, wo irgendwelche Sets gelaufen haben. Du kriegst oben den Ball und es ist erstmal so, oh, ich bin frei, ich kann werfen und Chance vertan. Komm, dann passe ich ihn halt doch wieder weiter. Wie schwer ist das für dich, wieder in diese Werferrolle reinzukommen? Und auch wirklich, also dass das nicht nur Ball kriegen, die Situation erkennen und dann drauffeuern, sondern dass das intuitiv alles abläuft? Ja, das braucht schon ein bisschen. Weißt du, mein College hat mein zweites College hat mir irgendwie, war es im Kopf, dass ich nicht mehr von draußen schießen soll und also hat Xavier wirklich, irgendwie ging es danach nicht mehr. Auch als ich da war, wenn ich zur Dreipunktlinie gekommen bin, habe ich nie mehr wieder auf den Korb geguckt.
Davor durfte ich machen, was ich wollte, beim anderen College in Towson. Und der Xavier hat, ich habe mein ganz komplettes, ich war ein kompletter anderer Spieler da. Und es hat mir wehgetan. Und das kann man jetzt, das konnte man schon letztes Jahr sehen. Aber im Sommer arbeite ich hart dran. Und ist jetzt schon einfacher als letztes Jahr. Letztes Jahr hätte ich nie wirklich geguckt. Und jetzt geht es schon langsamer. Geht's schon, weißt du? Also wir schießen vor oder nach Training jeden Tag oder zwei, dreimal in der Woche. Und ja, das wird sich schon verbessern. Kann nicht sagen, wie lang. Es kommt darauf an, wenn wir jetzt anfangen und ich hau ein paar Dreier, dann ist es am Anfang schon gleich. Also werden wir sehen, wie es sich entwickelt. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass es quasi so ein, ich sag mal, natürlicher Basketball-Skill ist, der jetzt tatsächlich irgendwie in dir drinsteckt und jetzt sich langsam wieder rauskämpft? Oder ist das was, wo du sagst, nee, das ist einfach primär noch Kopfarbeit? Das kämpft sich schon raus. Ja. Ja, das war schon immer da. Wie ich gesagt habe, bei meinem ersten College habe ich, glaube ich, 35% oder 36% von Dreier geworfen. Also das ist da, aber es muss nur wieder rauskommen. Und das passiert jetzt langsam. Also werden wir sehen, wie lange es noch braucht. Aber diese Saison wird es noch rauskommen. Der Coach hat sehr viel Vertrauen in meinen Wurf. Er sieht, wie ich nach Training werfe. Und er sieht halt alles und er sagt mir, wenn du auf mich schießt, ganz locker, und das werde ich machen. Ja. Das ist viel einfacher, wenn dein Coach ein Vertrauen in deinen Wurf hat, ja, und er sagt dir einfach nur, schieß, denk nicht dran. Ist dann viel einfacher, als wenn er sagt, weißt du, wenn du nicht komplett offen bist, werf ihn nicht. Weißt du, so ist er nicht. Er sagt mir ganz einfach, wenn du denkst, dass du offen bist und niemand da schießt. Das ist stark. Ja. Das grüne Licht brennt. Ja. War das denn in Xavier so, dass die Coaches gesagt haben, nee, wir wollen nicht, dass du wirst, oder war das einfach so, dass du da einfach zu sehr am Brett gebraucht wurdest, oder wie kam das? Zu sehr am Brett. Das war schon, ich wollte hinkommen und die hätten mich in so eine 3 entwickeln sollen, wie die mir gesagt haben. Und dann ist irgendjemand nicht gekommen, der ein 5er war. Und dann war ich von der 4-3 gegangen, zu einer 5er, und dann war ich eine 5. Ja. Und dann ist man nie draußen, dann darf man nie werfen, dann darf man nie dribbeln, dann macht man nichts. Nur unterm Korb stehen, weißt du, es war schon langweilig und alles, das gefällt mir gar nicht. Deswegen ist es, es wird viel mehr Spaß hier machen, dass ich ein bisschen draußen was machen kann. Dann kann ich wieder, weil es kommt nicht einfach nur so zurück, wenn du nur trainierst jeden Tag. Und das mache ich im Sommer jeden Tag. Ich habe jemanden, mit dem ich jeden Tag trainiere, 1,5-2 Stunden pro Tag. Aber das kommt nicht einfach nur so, das muss man im Spielen machen und so. Ja. Also, ja. Normalerweise kommt sowas immer erst bei Leuten meines Alters, weißt du, wenn du älter wirst und fetter. Und dann wanderst du so vom 1er, 2er auf den 3er, irgendwann bist du der 4er, so, ja komm, den alten dicken Mann, den schicken wir runter. Was hast du während der Zeit und natürlich auch letztes Jahr in Ulm, wo du ja auch die viel gespielt hast, was hast du da an anderen Qualitäten für dich entdeckt oder entwickelt, wo du sagst, ey, das könnte ich vielleicht gar nicht, wenn ich tatsächlich halt der 3er geworden wäre, der ursprünglich mal geplant war? Bist du jetzt mehr Banger geworden oder ist das, dass du sagst, dass das physische Spiel am Brett ist jetzt definitiv was ich eher annehmen kann, was es sonst vielleicht nicht so wäre? Nee, das hatte ich schon alles, als ich jünger war. Das ist einfach nur in dir drinne und weißt du, ich liebe Kontakt, habe ich schon immer geliebt und zum Brett bin ich immer gegangen, als ich schon in Highschool war. Also würde ich nicht sagen, dass ich irgendwas noch gehabt habe, dass ich nicht hätte, wenn ich eine 3er wäre. Wenn ich eine 3er wäre, hätte ich immer noch ein bisschen Sachen mit der 4er gemacht, dann hätte ich immer noch das Gleiche gehabt. Nur dann wäre ich jetzt mit mein Guard Skillset wäre jetzt besser gewesen. Woher kommt das? Du sagst es ja gerade schon, naja, ein Stück weit ist es in einem drin, also dass man so dieses physische Spiel mag. Mhm. Aber ich bin echt der festen Überzeugung, dass das auch ein Stück weit immer, ja, man muss das halt so ein bisschen kultivieren. Ich sag mal, wenn du halt nie in einer Mannschaft spielst, wo es physisch zur Sache geht, wenn du nie irgendwie auf dem Freiplatz zockst, wo es keine Foul Calls gibt, dann gewöhnst du dich nie dran.
Wo kommt das bei dir her? Ja, weißt du, als ich angefangen habe mit Basketball, waren wir auf dem Army Base und da gehst du mit den älteren Spielern, die waren alle von 20 bis 35 und wenn die dich nicht wirklich hart fouen, wirklich hart, dann kriegst du den Ball nicht und so machen die es zu den ganzen jungen Spielern, die da mitspielen, weil die sagen dir dann gleich, weißt du, das ist das für dich am besten, das wirst du dann rausfinden später. Und das willst du dann nicht zuhören, dann denkst du, Mann, die hauen mich aber wirklich, gib mir nicht den Ball. Aber dann gewöhnst du dich dran und dann, weißt du, dann ist es in dir drin. Und so einfach ist es, also war es bei mir die ganze Amis, die mir geholfen haben. Stand es für dich jemals, oder war es für dich jemals eine Option, irgendwie selber eine Militärakademie zu besuchen? Oder irgendwie ein College, was dementsprechend da den Background hat? Nee, ich glaube, es war Navy gehen können, zum Navy College oder sowas. Ja. Aber es ist nicht irgendwas, was ich haben wollte, weil wenn man da hingeht, muss man danach in die Navy gehen oder sowas für ein paar Jahre. Dazu hatte ich wirklich keinen Bock, weißt du. Weil meine Mutter war in der Armee, mein Stiefvater, mein Vater, mein Onkel war eben gerade fertig geworden mit der Armee und naja, weißt du, Krieg ist nicht Spaß und nur daran zu denken, dass man zu Krieg gehen muss, wie meine Mutter, das war schon heftig, als ich kleiner war und das würde ich nicht zu jemand anders tun wollen. Weißt du, meine Mutter, die wird vielleicht ausrasten, wenn die hört, dass ich zum Krieg gehen muss. Das wäre schon das Schlimmste für sie. Naja, aber wenn ich das machen müsste, und ich weiß, nach dem Basketball hätte ich keinen anderen Job wirklich, den ich wirklich mag oder sowas, und das wäre meine letzte Option wirklich, dann würde ich das machen, weil ich kann sowas, weißt du, mit das ganze Zeug, wo die für 6 Wochen weggehen müssen und das ganze, das machen wir schon beinahe hier so. Weißt du, meine Mutter hat immer Push-Ups mit ihr gemacht, gerannt mit ihr, als ich jünger war und so ist es gekommen mit mir und meinem Work Ethic. Schon früher war das so und wenn ich machen müsste, könnte ich das, aber drauf planen will ich wirklich nicht. Ja. Wenn das so tief verankert ist in der Familie, wie du gerade sagtest, auch halt nicht nur Mutter und Vater, sondern halt auch noch die restliche Verwandtschaft teilweise, dass die in der Army gewesen sind. Wie haben die darauf reagiert, als du irgendwann gesagt hast, oh, weißt du was, ich werde Basketballer? Das ist ja was komplett anderes. Oftmals ist jetzt ein Klischee, ich weiß, aber oftmals ist es ja so, dass das so Familientraditionen sind, wo man sagt, okay, Vater und Mutter waren bei der Army, der Großvater war bei der Army und das ist quasi über die Generationen immer fortgeführt wird. Wie war das bei deinen Eltern oder beziehungsweise anders noch, wann ist bei dir die Entscheidung gereift, so, jupp, ich werde Basketballprofi? Naja, weißt du, meine Mutter und Vater, die haben wirklich nicht dran gedacht. Ja. Das ist nicht sowas, wo meine ganze Familie jetzt in der Armee ist und ja, das, und wenn die in der Armee sind, ist es denen ihre Wahl. Das ist nicht so, ja, wieso machen wir das in unserer Familie? Mein Onkel versucht das jetzt gerade mit meinem Cousin zu machen und der ist wirklich nicht drauf, weißt du. Und man kann nicht jemanden zwingen, sowas zu machen, finde ich. Das ist ja eine Schande, weißt du. Also für mich war es eigentlich immer, ich wollte Fußballprofi werden, weil ich war ja in Deutschland groß gewachsen und dann war ich nach Amerika gegangen und war sehr gut geworden. Ich war bestimmt einen von den Besten da, wo ich gewohnt habe oder in meinem State und so, war ich schon immer wegen Deutschland, aber dann war ich einmal nur zu viel gewachsen im Sommer und dann verliert man die Schnelligkeit und Koordination und alles und da habe ich nur gedacht, weißt du, mit 14 oder 15 habe ich dann gesagt, ja, dann nehme ich einen Basketball und probiere es mal so aus und ja, das ist schon okay. schon okay, läuft. Ja, läuft. Läuft. Und dann 2 Jahre Towson und dann das Ratchet-Jahr und nochmal 2 Jahre Xavier. Erklär du mir mal bitte, wie genau läuft das ab, so ein Redshirt-Jahr? Beziehungsweise wie funktioniert das, dass man sagt, okay, ich verlasse das eine College
und gehe aufs andere und gehe da vor allem halt auch in das Basketballprogramm rein. Du kannst auch in Deutschland verhältnismäßig einfach, kannst du die Unis wechseln, ne? Du exmatrikulierst dich, immatrikulierst dich dann auch in einer anderen, wenn da dein entsprechendes Studienfach angeboten wird und so weiter. Aber wie läuft das gerade mit diesem Basketballprogramm? Weil das sind ja Programme, wo, ich sag jetzt mal, Kunst und Kunst, ein normaler Mensch, der nicht überaus viel Talent hat, nicht so einfach reinkommt. Wie kommt man da rein? Das, wie du gesagt hast, sind nur andere Regeln für uns. Weißt du, du bist Basketballspieler, die bezahlen für alles. Und da darfst du auch jetzt, weil du noch ein Ding machen musst in der Schule, müssen deine Noten nicht so hoch sein wie Leute, die nur Studenten sind. Weil du hast ja auch nicht so viel Zeit, das versteht jeder. Aber du musst schon deine Schularbeit machen. Für mich war es in Towson, ich habe es geliebt, wollte eigentlich wirklich nicht gehen, aber mein Trainer ist dann gegangen und da habe ich gesagt, weißt du, mit einem neuen Trainer, der ist okay, aber ich will hier nicht mehr bleiben. Und da hatte ich ein paar Colleges, wo ich hingehen konnte und da gehst du als erstes zu Besuch für einen Tag oder zwei. Wie läuft das genau? Kommen die auf dich zu und sagen, Isaiah, wir wissen, dass du wechseln willst, komm mal zu Besuch, oder gehst du zu denen und sagst, ich möchte wechseln, ich könnte mir vorstellen, zu euch zu gehen. Wie funktioniert das? Naja, das kommt alles darauf an, wie gut du bist. Weißt du, wenn du nicht so gut bist und du machst nicht so gut, dann kannst du ein paar anrufen oder, weißt du, in deinen Conference und so gucken, was die so denken. Weißt du, wo du vielleicht hingehörst, weil du kannst nicht innerhalb deiner Conference kannst du nicht gehen. Du musst zu einer anderen gehen. Ja. Und dann kannst du die anrufen, aber für mich war es nie, ich musste nie jemanden wirklich anrufen, weil ich habe mein zweites Jahr, ich glaube 15 Punkte und 7 Rebounds gemacht. Also 15,3, 7,0. Ja. 35 Minuten 40 gespielt. Und Marathonmann. Ja, und so kommen die dann zu dir ganz einfach. Und ja, weißt du, dann rufen die als erstes deinen College an, wo du jetzt bist, und dann finden die raus, was für eine Person du bist. Ich mach keine Faxen, ich krieg nie Ärger, also war das schon mal ein gutes Ding. Ich und mein Trainer, wir kämpfen nie, noch ein Plus, da kann ich Basketball spielen, noch ein Plus und ich mache meine Schularbeit. Und so einfach war es dann für mich, da habe ich ein paar Anrufe bekommen und dann gehst du zum College und du besuchst die für zwei Tage. Und dann kannst du sehen, wie alles da ist, die Umgebung, die Leute, womit du dann arbeiten musst und so. Und ja, da habe ich mich entschieden mit Xavier. Und dann dein Redshirt, ja, da darfst du alles mitmachen außer spielen. Also das ist das schlimmste Ding in der Welt. Du musst bei allen Spielen daheim, musst du eine Stunde oder stundeinhalb davor sein. Vor die Spieler da sind, okay. Nicht vor dem Spiel, vor die Spieler da sind, um ein Workout zu machen. Also ganz alleine machst du dann ein Workout mit dem Weil Coach. Weil du das Warm-up schon nicht mehr mitmachen darfst. Nein, das darfst du alles nicht mitmachen. Also wenn das Spiel um 5 ist und jeder muss da um 3:30 sein, musst du da um 2 sein. Dann machst du ein Workout, dann duschst du dich und dann guckst du zu, wie die Warm-up machen und dann guckst du das Spiel zu. Bei Spielern, die nicht daheim sind, da das ist so komisch mitzureisen und dann einfach, weißt du, es ja. Der junge Mann, der schon heftig da hinten steht, ich weiß nicht, ob man sieht oder ob wir jetzt mittlerweile gerade davor sitzen, Rodney hat mir erzählt, der ja auch ein Jahr aussetzen musste, also nach Butler gewechselt ist, hat gesagt, es ist unfassbar hart, genau das gleiche, was du erzählt hast, aber er hat unheimlich viel auch über sich selber gelernt, abseits vom Basketball, weil er halt nicht spielen durfte. Wie war das bei dir? Was hat dir dieses Jahr vielleicht dann doch auch gegeben und nicht nur den Basketball genommen? Naja, das war schon gut. Wenn man Basketball spielt und man fängt an in 9. Klasse und so, und man nimmt es sehr ernst, wie ich es genommen habe, da muss ich schon sagen, da hat man keine Sommerferien. Weißt du, Schule ist fertig, aber du hast immer noch Basketball im Sommer. Jeden Sommer 6-7 Tournaments im Sommer, da kriegst du keine Freizeit wirklich, wo du nur machen kannst, was du willst, irgendwo verreisen. Das geht alles schon seit
seit ich 15 bin, ging das nicht. Und dann, wenn du da bist, mit dem Redshirt, ja, da hast du auf einmal so viel Zeit. Das ist unglaublich, weißt du? Das, keine Ahnung, wie man... Ich konnte für Weihnachtsferien konnte ich nach Hause gehen. Ja. Das hatte ich so lange, das hatte ich die meine ersten zwei Jahre nicht wirklich machen können. So, ich war 5-6 Tage wieder nach Hause gereist. Und die waren in Hawaii und wo auch immer, aber ich war mit meiner Familie, das war so cool. Ja. Dann lernst du auch, wie viel Geduld du wirklich hast und wie viel du Basketball wirklich liebst. Mhm. Das lernst du dann in dem Jahr, weil das ist so unfassbar hart, immer nur zur Klasse zu gehen, immer nur zu trainieren und dann immer nur zuzugucken. Das war, das habe ich so gehasst. Und du darfst auch nicht Auswärtsspiele mitgehen. Ja. Auswärtsspiele bist du daheim. Und das war, ja, da trainierst du, jeder geht und du bist daheim. So, ja. Ja. Letzte Frage zu Xavier. 2014, NCAA-Tournament. Wirklich Tournament oder ist es so dieses, ja, dieses First Four mit den, mit ja, den das, paar vorgerückten Spielen ist, ja, gehört das, schon dazu, aber ich nicht sagen, so das, richtig, aber trotzdem, wie war's? Das gehört dazu, aber das ist wirklich gar nichts, weißt du. Es war auch blöd, dass wir nicht drinnen waren, weil wir hatten genug gewonnen, um drinnen zu sein und dass wir sowas machen müssen, das war wirklich eine Unverschämtheit. Ja. Weil ein Jahr nach ich gegangen bin, hatten die, ich glaube, weniger gewonnen, für eins oder zwei weniger gewonnen und die auf einmal waren die 8 Seed oder sowas oder 9 Seed. Das war so unglaublich, wie die es gemacht haben. Das war gar nichts. Gar nichts. Das war gar nichts. Das war okay, weil du weißt, du warst auf ESPN oder sowas, aber ja. Naja, das ist es gar nichts, wenn du schon in Madison Square Garden Big East Tournament spielst und St. John's spielst du in Madison Square Garden und dann kommst du zu dem Ding und das, die Halle ist größer als das, aber nicht ganz voll und... Das ist halt der Garden. Ja. Nee, im Garden war es voll. Ich meine, in dem Play-In-Spiel war es eine größere Halle, aber es war nicht so voll. Es war okay, es war laut, aber ja. Wir hätten lieber im richtigen Ding sein wollen, wo man Escorts kriegt von der Polizei, so weißt du, zum... Ja, es wäre schon cool gewesen. Aber es hat nicht sollen sein. Ja. Was vermisst du am College Basketball? Du bist jetzt kein BBL-Rookie mehr. Du bist jetzt auch kein Veteran, aber Second Year Pro. Ja. Was vermisst du? An College Basketball. Weißt du, ich vermisse. Ich habe hier schon gute Teammates und wir sind schon alle cool, weißt du, und wir hängen manchmal aus, ich ein paar, aber im College ist es wirklich, als ob ihr wirklich Bruder seid, weißt du, da machst du schon, genau wie hier, machst du viel mit, aber hier, weißt du, hat jeder seine Familie, seine Frau, jeder seine Frau ist hier oder die haben noch ein Kind und die haben denen ihre eigenen Dinge. Wenn du jünger bist, hast keine Frau, hast kein Kind und da seid ihr immer zusammen, weißt du. Brauchst dich nicht rasieren. Ja, weißt du. Läuft. Aber dafür bringst du viel mehr Zeit mit deinem Bruder, weil nach Training habt ihr vielleicht noch Klasse zusammen. Da habt ihr am Abend Study Hall für 2 Stunden. Da musst du deine Hausaufgaben machen und so und dann ausgehen. Und das kommt alles nur mit dazu. Hier ist jeder mehr beschäftigt mit seiner Familie. Da hast du keine Familie, außer dein College Basketball Team. Das ist dann deine Familie und da seid ihr auch näher, weißt du. Ja. Letzte offizielle Frage, bevor wir noch zu Twitter und Facebook-Fragen kommen. Du hast in Towson unheimlich viel gespielt. Minutenmäßig abgerissen, haben wir gerade gesagt, in deinem letzten Jahr in Towson 10, 11, 35, fast 36 Minuten auch. Auch in Xavier hast du immer regelmäßig 25 Minuten gespielt. Dann letztes Jahr in Ulm in der BBL im Schnitt 8, beziehungsweise in der Euro Challenge dann fast sogar 20. Bei Towson und bei Xavier warst du definitiv Leistungsträger, kann man so sagen, ja. Bist so. In Ulm dann eher so, ich sag mal, in Anführungsstrichen klassischer Rollenspieler, der von der Bank kommt und halt ne, gewisse Dinge auf dem Feld bringen soll und bringen muss. Wie schwer ist da die Umstellung
nicht mehr auch lange auf dem Feld zu sein und ja, du hast halt Zeit, du kannst ja auch mal einen Turnover leisten oder weißt du, wenn der Wurf nicht zu dir kommt, ey, du weißt, irgendwann kommt er. Und jetzt auf einmal, du spielst dann weniger Zeit und du musst auf den Punkt liefern. Wie schwer ist sowas? Ja, das war das schwerste Ding. Weißt du, von so vielen Minuten zu so wenigen zu gehen, ist schon immer schwer. Da musst du immer bereit sein. Ja. Weißt du, da war ein paar Mal, habe ich erste Viertel nicht gespielt und auf einmal Mitte von zweite komme ich rein. Da muss ich noch warm sein, bereit sein, um meine Sachen zu machen. Das war schon ganz schön hart. Aber der Thorsten, weißt du, der hat schon verstanden, wie hart es auf mich war und der hat mit mir immer darüber gesprochen. Also war es schon hart, aber ein bisschen einfacher, weil der hat nach 2 Monaten hat er mehr Vertrauen in mir gehabt und da war es für ihn ein bisschen leichter, weißt du, einen Turnover gehen zu lassen, weil er weiß, das macht er wirklich nicht, also lassen wir ihn drin. Am Anfang war es schon, weißt du, ein falsches Ding, da war es zack raus, aber das kriegt man als ein Rookie, wenn man das erste Jahr in der BBL ist, so ist es und das habe ich auch schon von meinen anderen Teammates gehört, dass das so sein wird und ich soll mich nur vorbereiten dafür und durchkämpfen. Ja. Und das habe ich Per zugehört und Phil Schwert haben zugehört und ja, war schon okay gelaufen, aber das war schon ein schweres Jahr letztes Jahr, nur da auf der Bank zu sitzen und immer nur zu klatschen und da bist du nicht wirklich ein Teil vom Gewinnen, kein Teil vom Verlieren, du bist einfach nur irgendwie, bist nur da und das war schon schwierig. Ja. Hast du da mal mit Tallas auch drüber gesprochen? Weil der hat mir mal erzählt, er findet es prinzipiell, klar, jeder will spielen. Ja. Machen wir uns nichts vor. Jeder will spielen, am liebsten 40 Minuten oder 45 oder 50 oder ganz egal. Und wenn die Lunge da hinten in der Ecke liegt, dann willst du halt immer spielen. Aber er sagte mir mal, er findet es total super, von der Bank zu kommen, weil du halt erstmal, egal ob du jetzt nach 3 oder nach 5 oder nach 7 Minuten reinkommst oder auch erst meinetwegen Mitte, zweites Viertel, du hast halt die Chance, erstmal zu gucken, wie läuft denn das Spiel gerade. Und dann habt ihr euch da mal drüber ausgetauscht? Oder? Nee, müssen wir wirklich nicht. Ja, weißt du, ich finde es auch so, ich kann starten oder von der Bank kommen, habe ich dem Coach gesagt, mir ist eigentlich alles egal, wie es hinkommt. Solange ich meine Minuten bekomme, ist mir egal. Wenn du von der Bank kommst, kannst du sehen, wie das Spiel läuft und was losgeht und was, weißt du, was wirklich abgeht. Aber das hat mir nicht gepasst mit dem Menü. Das ist so schwer, wenn du Trainingslager machst und du machst alles und auf einmal bist du da und spielst 5-6 Minuten pro Spiel in Playoffs. Vielleicht 2-3, das war so schlimm und ja, da habe ich schon am Ende von der Saison, in Playoffs habe ich schon irgendwie gewusst, wo es dann nach der Saison hingehen würde, dass ich nicht mehr da sein würde. Okay. Zum Abschluss, Twitter und Facebook-Fragen. Wir haben ein paar Sachen reinbekommen. Hm. Vermisst du deine Rückennummer 31? Und Bonusfrage von mir, warum hast du hier nicht die 13 genommen? Das Ganze einfach umgedreht. Ja, ich vermisse die Nummer. Und woher kommt sie? Noch eine Bonusfrage. Oh, Bonusfragen, super. Alles. Also, vermisst du sie, ja? Ja. Woher kommt die 31 und warum hast du es hier nicht umgedreht zur 13? Naja, ich vermisse die. 13, das wird nichts bringen, das macht gar nichts für mich. Okay. Also habe ich dann nur noch eine Nummer genommen, weißt du, keine Ahnung. Ja, es gab jetzt nicht irgendwie mit Aaron, weil er die 13 hat, so nach dem Motto hier. Oh, nee. Okay. Ich war schon vor dem Aaron mit Mann, also wäre es egal. Aber ich habe nur eine Nummer genommen. Und 31 ist, ich habe ein Tattoo von meinem besten Freund, der gestorben ist. Und das war am 3.1. Okay. Also March 1st. Dann werden wir die 31 trotzdem in Ehren halten, in Gedenken an ihn. Freust du dich aufs erste Saisonspiel und vor allem auf deinen alten Roomie am Wochenende? Und wie viel Smacktalk gab's schon? Ja, weißt du, der ist nicht so ein Typ, der so frisch, weißt du, der geht nur auf dem Feld und macht, was er machen muss. Ja. Genauso wie ich. Als ich jünger war, war es viel Smacktalk und so, aber das war irgendwie weggegangen und weißt du, wenn jemand mit mir anfängt, kann ich dann auch anfangen, aber ich würde nie damit nur anfangen, nur
irgend sowas zu machen, das bin ich einfach nicht mehr. Nicht mehr? Ja, habe ich doch gesagt. Nicht mehr. Als ich jünger war, war es immer da. Ja. Und ja, ich kann zwar ein bisschen wieder sehen, weil das war jetzt schon eine Weile, bis ich ihn gesehen habe. Und der ist einfach nur eine gute Person. Und ja, ich bin sehr bereit aufs erste Spiel. Das bedeutet, die Vorbereitung ist fertig. Die 6 Wochen sind rum. Ja. Wird Zeit. Genau. Was gefällt dir an Bonn besonders gut, beziehungsweise an was kannst du dich doch noch von der Stadtrundfahrt erinnern? Wir haben ein kleines Video gedreht, was wir bisher noch nicht gezeigt haben allerdings, das muss man dazu sagen, wo ich dich gefragt habe, und was hast du von der Bustour, was hast du dir gemerkt über Bonn? Und da kam dann nicht so viel, weil ihr hinten auf der letzten Reihe, in der letzten Bank so viel gequatscht habt, aber was hast du von Bonn bislang gesehen und was gefällt dir außerhalb der Halle besonders? Was gefällt mir? Ich kann dir sagen, was mir gefällt. Das kommen wir nicht mit irgendwelchen Restaurants. Die Restaurants? nee. Das Museum war schon heftig. Als ich rausgekommen habe, dass es das Größte war, das war schon super cool, irgendwie so mit historischen Dingen so ein Bild zu machen. Haben wir auch noch gemacht für die Zeitung, oder war es für die Zeitung? Genau. Ja, das war schon sehr cool. Weißt du, ansonsten war ich nur auf dem Bus und habe nur rumgeguckt. Kann ich dir ehrlich sagen. Einfach mal alles nur reingenommen. Ja. Ich habe wieder die zwei Sachen vergessen, worüber wir noch die gesprochen haben. Die beiden Schlösser. Ja, das Doppelzauber Schloss. Ja, genau. Nee. Dass die 1 Kilometer entfernt sind. Das war schon cool. Ja. Glaubst du, dass es eventuell einen holprigen Saisonstart geben könnte? Aufgrund der Tatsache, dass wir während der Vorbereitung, Gino war mal nicht da, weil er Papa geworden ist. Aaron war nicht da, weil er Papa geworden ist. Michal fehlt immer noch, ist aber jetzt mittlerweile auf dem Weg zurück. Mhm. Dann kam Jimmy vor einer Woche in etwa dazu. Glaubst du, dass das dazu führen könnte, dass der Saisonstart ein bisschen holprig wird? Ich habe mir das nicht ausgedacht, wir haben das so geschickt bekommen. Weißt du, wenn man neue Leute bekommt, dann ist es schon ein bisschen anders zu sehen, wie eine Person spielt im Stress. Ja. Und wenn die gut spielen, wenn die schlimm spielen. Also würde ich sagen, weißt du, das könnte sein, dass es Anfang ein bisschen schwieriger wird für uns. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir rausgehen und dann verlieren werden. Weißt du, es wird vielleicht ein schlechtes Gewinn sein. Weißt du, das wird schlimm aussehen. Good teams win ugly. Genau. Und ja, das will ich schon mal sagen. Wir müssen uns noch alle kennenlernen, was so wirklich losgeht, weil ich war auch raus. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann war es schon wieder ein bisschen anders, wie jeder gespielt hat. Ja. Ja. Also werden wir sehen, wie es läuft. Perfekt. Letzte Frage. Letzte. Kam via Twitter rein. Twitter question from Rodney Clark 15. Do you hate or secretly love Butler Basketball? Jetzt hau einen raus. Okay. Wie sieht's aus? Ja. Butler Basketball, Hass oder Hassliebe? Weißt du, Butler Basketball, als erstes hasse ich. Ich hasse Butler Basketball, weil in ihrer Halle ist so berühmt und so. Dann kommst du rein, dann ist es so ein Dreckding. War gar nicht, wie ich mir vorgestellt habe. Auf der anderen Seite, Butler, den ihr Basketballteam hat gute Leute gehabt. Und mit ein paar von denen spreche ich noch. Ja. Zwei von denen und dann noch Rodney, also 3. Und ja, Coach Stevens war cool, aber Butler Basketball, ja, kann mich mal. Xavier, ganzen Weg. Als Rodney verpflichtet wurde, allerletzte Frage tatsächlich, als Rodney verpflichtet wurde, habt ihr euch getextet? So nach dem Motto, yo Bulldog? Ich war gleich auf Instagram gegangen. Okay. Gleich, weißt du, ich hab dann gleich seine anderen 2 Teammates gesagt, womit ich immer noch viel in Kontakt war. Aber mit ihm war ich nicht so viel in Kontakt, ich habe ihn nur gekannt. Seine 2 Teammates wir haben immer getextet, so, ja, wo gehst du dieses Jahr hin, wo spielst du, da, da, da. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich bin mit Rodney dieses Jahr auf dem Team. Der so, nee,
Mach keine Fucks nicht so. Ja, aber ihr seid keine Roomies, oder? Nee. Okay. Nee. Keine Chance? Nicht für Geld? Nicht, dass es nicht für Geld ist. Wir sind nur. Ja, hassen tue ich ihn nicht. Nur weil er von Butler gekommen ist. Aber Butler Basketball kommt noch. Nach Gordon Hayward war es fertig. Oh, das ist eine Ansage. Also ja, vielen Dank und viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Danke.